Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem neuen Video geht es um die Kundenansprache in Messenger. Egal in welchem Messenger. Ob auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder LinkedIn oder auch Telegram. Wenn du mit diesen Tools Neukunden generieren willst, dann muss deine Kundensprache richtig sitzen. Du musst deine Produkte, deine Dienstleistung verkaufen. Willst du sie über diese Messenger verkaufen, dann habe ich für dich ein wichtiges Video. In diesem wichtigen Video werde ich jetzt gleich erstmal eine Nachricht einblenden, wo ich dir zeigen werde, wie es nicht geht. So, also dieses Bild hast du jetzt gerade gesehen. So geht erstmal keine Ansprache. Als allererstes musst du denjenigen, den Kunden, wenn du diese Handynummer von dem Kunden irgendwo rausgenerierst aus irgendwelchen Programmen, muss da ein Hallo, lieber Günther Meier oder sowieso stehen und dann dein Produkt, was dein Produkt kann und oder deine Dienstleistung kann, weshalb er dich denn buchen soll. Und ganz zum Schluss bietest du die Lösung an. Aber ganz zum Schluss die Lösung. Wirklich ganz zum Schluss die Lösung. Und wie du das gezielt in einem Beitrag schreibst oder in einer Nachricht schreibst, schreib es einfach gar nicht. Verpack es in einer Sprachnachricht, weil das ist nochmal ein bisschen auf Empathie und ein bisschen mehr auf Vertrauen, weil dann hört er dies an und wenn er sich nicht anhört, dann ist es auch nicht schlimm. Aber verpack diese Informationen in einer Sprachnachricht und schick diese Sprachnachricht dann raus. Weil so wie dieses Bild vorher geht halt kein Verkauf von deinen Produkten oder Dienstleistungen. So bitte nicht. Bitte, bitte hört damit auf, ihr Lieben, möchte gern Online-Marketer, wo irgendwas verkaufen wollen. Ich bin 20 Jahre im Vertrieb und Verkauf und weiß doch, wie es geht. Aber ey Leute, so bitte nicht, wie der Junge mir eine Nachricht geschrieben hat. Der will mir sagen, wie ich Kunden generieren muss. Nein, eben nicht. Es geht anders da. Es geht viel mit Herz und Gefühl. Ein Kunde kauft nicht mehr so. Ein Kunde kauft über die Emotionen. Ein Kunde kauft über Empathie. Hört bitte mit solchen Scheiß-Nachrichten auf, wo einfach plump geschrieben werden. Einfach Scheiße sind. Das ist Kreisliga. Hört damit auf. Und wenn du quasi noch mehr wissen willst, dann schreib mir eine E-Mail, denn ich schau mir dein Business an, was du genau machst.